Waren Sie mal einen kleinen Moment, ich spiele sich da ja ein. Oh jo. Ne? Nimm mal, gib mir mal ein Telefon bitte hier rüber. Was ist denn das für ein Schwein, was ist das? Ich gucke mal, ob wir hier irgendwie mal wieder auf einer Rücken liegen. Ne? Liegt also auf der rechten Seite. Ich schiebe mir das Video jetzt mal hier an der Seite hin. Also wo ich jetzt hier mit den blauen Beinen bin. Ja? Mhm. Hier atmen sie noch so ganz normal ein und aus. Hier oben, das ist der Flow, das ist der Atemfluss. Mhm. Ja? Dann passiert eins, da kommt kein Atemfluss mehr. Ja? Mhm. Durch den Thorax und den Abdomen probieren sie Luft reinzusaugen, das heißt reinzupressen. Gelingt theoretisch aber nicht. Der Sauerstoff fällt ab um mindestens 3%. Also hier oben ist ein Punkt, muss ich mal schauen, das ist 94 und hier unten ist es 88, das sind 6% sogar schon. Ne? Endlich hier, hier in Seiten versetzt, das ist 92, mal gucken. Das sind 5%. Okay. Als Schutzreflex kommt immer so eine kurze Weckreaktion. Das heißt, die werden kurz wach und dann kommt das nächste. Das schauen wir uns jetzt mal an. Nicht erschrecken. Ich schicke die Kamera ein bisschen rüber. Oder keine Atmung. Da probieren Sie den Brustkorb, wenn Sie genau sehr einschauen. Brustkorb vorhin und jetzt bewegen. Da jetzt. Und jetzt kommt gleich ein Atemstoß. Ach du Scheiße, das ist ja wie ein Walross. Eine normale Ein- und Ausatmung, das ist jetzt die kurze Wegreaktion vom Gehirn gewesen, als Schutzreflex. Geil. Da kommt das nächste. Stimmt, ja. Der nächste, das ist wieder gegenläufiges Atmen, merken Sie hier? Ja, ja. Der Thorax und der Abdomen bewegen sich wieder, die Brust und Bauch. Nicht erschrecken. Genau. Nicht erschrecken, jetzt kommt der nächste. Tot. Alter Falter, ey. Mach das. Mach das aus. Scheiß Johann an. Nächste Atmung. Ja. Nächste Atmung. Hilf, Leute. Boah, ich bin tot. Stillstand. Tot. Ja gut, aber das, der Schutzreflex vom Gehirn heißt ja nicht, dass es da steckt. Ja, und das ist halt, das ist dann halt dann...